Also es gibt schon Möglichkeiten. Gibt viele Möglichkeiten. Gibt Jungs, aber selbstverständlich, die ist nicht so bekannt, die haben nicht große Namen, aber ja. Die ist gerade auf dem Weg nach oben und habe ich schon zigmal gesagt, möchte ich noch einmal wiederholen. Ist schwer nach oben zu kommen und viel schwerer dort oben zu bleiben. Also wir können jetzt noch viele Namen in den Ring werfen, Marco Huck und was weiß ich was, aber was bringt das jetzt im Kaffeesatz zu lesen? Was wir ja wissen, ist, wie das nächste Duell sein wird von Vitaly. Ich weiß, wegen meinem nächsten Gegner. Ja. Lassen uns darüber sprechen. Ja, gerne. Lassen wir uns vielleicht sogar mit ihm sprechen, denn der ist jetzt hier. Manuel Char, der nächste Gegner von Vitaly Klitschko. Hallo. Erstmal einmal rumkommen vielleicht hinter den Tisch. Das ist das Duell im September in Moskau. Die beiden werden miteinander in den Ring steigen und um den WM-Titel kämpfen. Erste Frage, wie war es heute? Wie hat es gefallen, der Kampf von Vladimir? Super Leistung. Vladimir ist ein großartiger Champion, hat eine gute Leistung gezeigt, hat mal wieder gezeigt, dass man über die Distanz Restausleger boxen kann mit der Führhand. Ich fand es super und das war für die Zuschauer zu Hause ein tolles Boxen heute. Ja. Wir wollen noch ein bisschen mehr erfahren über den Diamond Boy, über Manuel Char. Wir haben ein paar Bilder von Ihnen zusammengestellt. Er hat dieses besondere Funkeln. Das Funkeln eines Siegertyps. Das Funkeln eines Diamanten. Mein Name ist Manuel Char, the Diamond Boy. Und für die Welt werde ich der Größte aller Zeiten, denn ich werde Vitaly Klitschko besiegen. Es ist der Kampf Arm gegen Reich, Jung gegen Erfahren. Es ist der Kampf Manuel Char gegen Vitaly Klitschko. Manuel Char lebt in Köln. Hier am Rhein fühlt der 27-Jährige sich zu Hause. Endlich. Geboren im Libanon und aufgewachsen in Syrien, flüchtete er 1990 mit seiner Mutter und 5 älteren Geschwistern nach Deutschland. Diesen Titel, den Weltmeisterschaftsgürtel, den werde ich auf jeden Fall meiner Mutter schenken. Dann werde ich meiner Mutter einen ganz großen Wunsch erfüllen und ihren eigenen Einbauküche kaufen. Familie und Freunde. Sie bedeuten Char alles. Sie gaben ihm Hoffnung, als er ganz unten war. Aber er kämpfte sich hoch. Der Diamond Boy gründete seinen eigenen Boxstall und bestritt mehrere Kämpfe ohne Gage. Verschuldete sich für seinen Traum. Seinen letzten Kampf vor gut 3 Monaten gewann der 1,92 Meter große Deutsch-Syrer gegen Taras Videnko einstimmig. Bei der Verteidigung seines silbernen WBC-Gürtels musste er das erste Mal über die vollen 12 Runden gehen. Vor gut 200 Zuschauern. Zum Titelkampf gegen Weltmeister Vitaly Klitschko werden über 30.000 Boxfans erwartet. Bereits jetzt, 9 Wochen vor dem Kampf, gibt Char bei jedem Training Vollgas. Sein Trainer Clive Salz muss ihn da sogar ab und zu bremsen. Seit 10 Jahren schon quält er Profiboxer in der Vorbereitung auf ihre Kämpfe. Vitaly ist schon ein bisschen älter, ist so ein bisschen in der Abendsonne seiner Karriere und das macht es nicht unbedingt leichter, eine harte Wettkampfvorbereitung auch durchzustehen. Und ich denke, er wird am 8. September den hungrigsten Boxer gegenüberstehen seiner ganzen Karriere. Vor einiger Zeit standen sich die beiden schon einmal gegenüber. Damals bat Char den Weltmeister noch um ein gemeinsames Handyfoto. In ein paar Wochen steht er dann mit ihm im Ring und vielleicht stellt er am Ende auch die Boxwelt auf den Kopf. Na, die beiden reden noch gerade drüber, wo das Handyfoto entstanden ist. Habt ihr euch erinnert? Ja, soll ich anfangen, Herr Klitschko oder Sie oder ich? Ja, okay. Das war auf Schalke 2009. Ja. Wladimir Klitschko gegen Ruslan Chagayev, damals auch mein alter Schalke-Gefährte. Ja. Und da habe ich den Herr Klitschko gesehen und habe mal ganz nett gefragt, Herr Klitschko, darf ich mit Ihnen ein Foto machen? Und da hat er mich böse angeschaut und hat gesagt, willst du mit mir boxen? Ja. Und da stand ich da und habe meinen großen Boxidol gesehen und da fiel mir nichts anderes ein zu sagen, ja, wenn die Zeit kommt, werde ich mich melden. Und manche Träume werden wahr, ne? Und manche Träume werden klar, wenn man daran fest glaubt. Ja. Wenn man ein Ziel hat, dann erreicht man das auch, egal wie, über Umwege. Man darf niemals seine Hoffnung und sein Ziel aufgeben. Aber 30.000 Zuschauer werden da sein. Wir haben ja gerade gehört, zuletzt die Kämpfe teilweise auch nur vor ein paar hundert. Wird das nicht einfach vielleicht dann von der Atmosphäre erdrückend sein? Ich sag ehrlich gesagt nein. Ja? Es ist für mich die größte Ehre, gegen den stärksten Boxer der Welt zu boxen. Ich finde, Herr Klitschko Vitaly ist 1000-mal stärker als Wladimir Klitschko. Er ist die absolute Nummer 1 im Schwergewicht. Er ist in unserer Zeit momentan wie Muhammad Ali zu vergleichen, der Beste zur Zeit. Und es ist für mich eine große Ehre, den Stärksten zu boxen.
Und das wird für mich die große Herausforderung, so einen großen Champion zu schlagen. Also große Herausforderung, großes Lob auch, sehr gute Manieren immer, Herr Klitschko. Aber im Ring ist es dann vorbei mit den Freundlichkeiten, ne? Ich glaube, das müssen wir kämpfen und müssen wir dann nicht sitzen, müssen wir duzen. Und nicht nur duzen, müssen wir dann sprechen, aber ja, nicht mit den Worten, mit den Fäusten. Ich bin ja ein großer Klitschko-Fan von Herrn Klitschko, Vitali, Fan. Und da habe ich mal eine Sendung gesehen, hat Herr Klitschko gesagt, Boxen ist ein Gespräch zwischen zwei Männern ohne Wörter. Das haben sie aber von niemandem aus den englischen Philosophen mal rausgeholt. Ich freue mich riesig drauf. Ja, wir freuen uns auch. Das wird ein sehr nettes Gespräch werden zwischen Vitali und mir. Möchte ich eines sagen. Ein junger Kerl, sehr stark. Ich bin fest, kann sein, viel stärker physisch als ich. Aber trotzdem, der wichtigste Faktor ist Erfahrung. Da kann keiner mithalten. Aber da muss ich dich wirklich leider hier mal kurz stoppen. Sag mal, Wille versetzt Berge. Müssen wir sehen, die Will, die Potenzial, die Kraftstärke gegen Erfahrung. Was hat mehr Gewicht? Werden wir sehen. Luan, hast du noch einen Tipp irgendwie? Also ich kenne beide, sind beide. Vitali kenne ich schon 15, 20 Jahre und Manuel Charlie, ich habe mit ihm trainiert und das ist ein aufstrebender Schwergewichtler. Also er hat recht, Wille, also der will. Ja. Und das ist halt, Wille kann Berge versetzen und Vitali Klitschko wissen wir eigentlich, dass er der Beste ist und wir werden abwarten. Es wird sehr interessant sein. Es wird richtig toll werden im September in Moskau, 30.000 Menschen. Was ist das eigentlich für ein T-Shirt? Damals habe ich die Pressekonferenz Wladimir Klitschko aufgesucht. Ja. Leider war mein Boxidol nicht da vorhanden. Ich habe mir einen deutschen Panzer geschenkt, weil man mich von der Kampf den deutschen Panzer nennt. Diesmal bringe ich Vitali ein neues Geschenk mit, ein T-Shirt. Okay. Kann ich bitte geben. Und zwar... Ja? Hey Vitali, remember Rocky Char Balboa, Moskau 1985, ja? Und jetzt kommen wir zum neuen Kampfdatum. Ja. Klitschko gegen Rocky Char, Moskau. Ja, Ivan wegen Ivan Drago, wir verstehen das schon. Also, das ist dieses T-Shirt als Geschenk für ihn. Ein Geschenk für den großen Weltmeister. Okay, wieder mit Mikrofon. Ein Geschenk an den großen Weltmeister. Und aber ich verspreche, von mir gibt es kein Geschenk hier. Wahrscheinlich nach unserem Kampf in Pressekonferenz, aber im Kampf kein Geschenk mehr. Im Leben will ich nichts geschenkt haben. Eins kannst du dir sicher sein. Ich habe nie was geschenkt. Ah, jetzt ist auch vorbei mit dem Sitzen. Ich habe meinen Vater verloren im Krieg. Ich habe alles überstanden. Ich habe 4 Jahre den Krieg überlebt in Libanon. Bin nach Deutschland gekommen. Ich war bei Sauerland, ich war bei Universum, ich war bei Sturm und nach meiner Entlassung habe ich mich alleine durchgeboxt. Die letzten 5 Kämpfe habe ich umsonst geboxt und bei meiner nächsten Pressekonferenz werde ich dir zeigen, mir geht es nicht ums Geld, mir geht es um Erfolg. Ich kämpfe für meine Familie. Merkt ihr das? Okay, wunderbar. Also ist angekommen. Vielen Dank an die beiden. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung und sind dann wieder hier in Bern. Dankeschön, Vitali. Dankeschön, Manuel.